So, mein Name ist Bendik Noss. Ich betreibe mit meinem Vater zusammen die Schreinerei Noss. Wir sind ansässig im Wetteraukreis. Wir sind eine handwerkliche, klassische Schreinerei mit dem Schwerpunkt auf Treppenbau. Ich führe das Unternehmen jetzt in der vierten Generation. Wir haben zudem noch einen Lehrling und einen Gesellen angestellt. Mein Vater und ich als Meister und meine Mutter ist im Büro tätig. Wir haben den Schwerpunkt auf Treppen, das heißt, wir produzieren klassisch handwerklich gefertigte Treppen. Das seit neuestem jetzt mit der Reichenbacher Opus-Maschine, eine 5-Achs-CNC. Zuvor haben wir ganz klassische Treppenbau betrieben. Wir haben vorher über einen Plotter 1:1-Schablonen ausgeplottet, die aufs Holz, aufs Rohholz aufgeklebt wurden. Dann wurden nach und nach dann Konturen rausgearbeitet, Stufeneinstimmungen, Verbindungen und alles in Einzelschritten hergestellt mit konventionellen Maschinen, konventionellen Einzelmaschinen. Das haben wir als neueste Anschaffung dann die 5-Achs-CNC von Reichenbacher gekauft, mit der wir ganz viele Maschinen jetzt ersetzt haben. Jetzt mussten ganz viele Maschinen auch hier das Feld räumen, weil die Maschine einfach einen gewissen Platzbedarf hat. Mit einer Aufspannung können wir jetzt komplette Treppenbahnen, Bohrungen, Dübelbohrungen, Stufeneinfräsungen, Konturen, Schrubben und Schlichten, alles in einer Ausspannung vornehmen. Ausschlaggebend für den Kauf zu Reichenbacher war für uns die geforderte X-Länge, die einfach im Treppenbau bei 5 Meter und mehr liegen sollte, und unser geringer Platzbedarf, da wir nur 8 Meter in der Länge zur Verfügung hatten und auch in der Höhe sehr begrenzt waren. Wir hatten mehrere Angebote von verschiedenen Maschinenherstellern und die Opus war die einzige Maschine, die diese Kriterien erfüllen konnte. Weil die Maschine eine abgestuft ist in 4 Einzellängen und wir haben die zweitgrößte Maschine mit 5,50 Meter in der X-Richtung. Und die Höhe der ganzen Maschine ist auf 2,70 Meter ungefähr begrenzt. Ausschlaggebend für den Kauf der Reichenbacher war der separate Schaltschrank, separate Vakuumpumpe, die wir in einem separaten Raum als Technikraum nebenan unterbringen konnten. Dadurch ist die Maschine, das Maschinenbett sehr kompakt und lässt eine lange Bearbeitungslänge zu.